Hi zusammen, ich bin Daniel von der Uni Ulm und mit diesem Video gehen wir das fünfte Kapitel unserer Grundausbildung in R an. Tabellarische Daten. Da wir uns in der Projektphase mit einem textuellen Datensatz befassen werden, könnte man versucht sein, dieses Kapitel zu überspringen. Zu einer guten Grundausbildung in Data Science gehört es jedoch mit dazu. Und außerdem, Übung macht den Meister. Wir lernen, wie wir tabellarische Datensätze in R einlesen, anschauen und aufbereiten. Außerdem lernen wir Funktionen kennen, mit denen wir Statistiken zu unseren Daten berechnen können oder diese als Schaubild visualisieren können. Starten wir R Studio. Damit wir in R mit Daten arbeiten können, müssen wir diese Daten zunächst in R einlesen. Bei tabellarischen Datensätzen wird uns dabei hauptsächlich das Excel-Format, aber auch insbesondere das CSV-Format begegnen. CSV steht kurz für Comma Separated Values. Wir können diese Bezeichnung wörtlich nehmen. Die Bundeskriminalstatistik von 2018 sieht als CSV-Datei zum Beispiel wie folgt aus. Jede Zeile steht für eine bestimmte Straftat, hier zum Beispiel Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten. Jede Spalte dagegen für eine bestimmte Größe, die im Zusammenhang mit dieser Straftat steht, zum Beispiel die Fallzahl in 2018 und die Fallzahl in 2017. Für die Raubmorde wären es zum Beispiel 42 Fälle in 2018 und 42 Fälle in 2017. Die einzelnen Zeilen werden durch einen Zeilenumbruch voneinander getrennt, die einzelnen Spalten, wie der Name CSV bereits andeutet, durch ein Komma oder auch durch einen Strichpunkt. Hier lernen wir eine Krux von CSV-Dateien kennen. Es gibt mehrere Normen, nach denen diese gegliedert werden. Bei den meisten Datensätzen kommt die sogenannte ISO-Norm zur Anwendung. Hier wird das Komma als Trennzeichen zwischen Spalten verwendet und der Punkt als Dezimaltrennzeichen. Bei deutschen Datensätzen gilt dagegen meist die DIN-Norm. Hier wird ein Semikolon als Trennzeichen zwischen Spalten verwendet, weil das Komma bereits als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Diese zwei unterschiedlichen Formatierungsnormen sind auch der Grund, warum es die R-Methode read.csv gleich zweimal gibt. Einmal die normale read.csv, die von einer Datei nach ISO-Norm ausgeht, und die read.csv2, die von der DIN-Norm ausgeht. Solltet ihr mal einem Datensatz begegnen, der weder Kommas noch Semikolons als Trennzeichen verwendet, könnt ihr das Trennzeichen auch manuell als Übergabeparameter der Funktion angeben. Mit sep gleich und dann das entsprechende Zeichen, zum Beispiel ein Slash. Übergeben müssen wir der read.csv-Funktion eigentlich nur ein Übergabeparameter, und zwar den Pfad der Datei, den wir einlesen wollen. Hier zum Beispiel die Bundeskriminalstatistik von 2018 im CSV-Format. An dieser Stelle kommt noch einmal das Thema Arbeitsverzeichnis aus dem ersten Einführungsvideo ins Spiel. Woher weiß die Funktion read.csv, an welchem Dateipfad sich diese Datei befindet? Geben wir keinen expliziten Pfad an, geht sie davon aus, dass die Datei in unserem Arbeitsverzeichnis liegt. Dieses Arbeitsverzeichnis können wir auf zwei Arten und Weisen definieren. Zum einen in dem Multifunktions-View unter dem Reiter Files, indem wir das Zahnrad anklicken und die Funktion setAsWorkingDirectory ausführen. Damit setzen wir das Arbeitsverzeichnis einmalig für den Rest der laufenden RStudio-Session. Starten wir RStudio neu, müssen wir diese Funktion erneut ausführen. Um das Arbeitsverzeichnis dauerhaft umzusetzen, gehen wir auf Tools, Global Options und ändern unter den General Options die folgende Angabe: Default Working Directory when not in a project. Zusätzlich zu der Datei, die wir öffnen wollen, müssen wir bei manchen Datensätzen noch Zusatzangaben machen. Eine zusätzliche Angabe wäre, ob die Datei bereits Spaltenüberschriften enthält. In unserem Beispiel mit der Kriminalstatistik ist dies zum Beispiel der Fall.
Die Spaltenüberschriften sind explizit in der ersten Zeile der Datei mit angegeben. Dementsprechend teilen wir dies mit Header gleich True der read.csv-Funktion mit. Hat ein Datensatz keine Spaltenüberschriften, müssen wir hier False angeben, da ansonsten die Daten der ersten Zeile irrtümlich als Spaltenüberschriften interpretiert werden. Geben wir Header gleich False an, erzeugt uns R generische Standardspaltenüberschriften. Diese heißen dann meistens V1, V2, V3 und so weiter. Eine weitere Angabe, die wir bei vielen Datensätzen machen müssen, ist die Codierung, in der die Datei erzeugt wurde. Hier bei der Kriminalstatistik haben wir eine Textdatei im UTF-8-Encoding-Format vorliegen. Mit bloßem Auge können wir dies nicht erkennen. Die Encodierung ist eine versteckte Eigenschaft von Textdateien. In diesem Texteditor Notepad++ können wir die Codierung hier in diesem Menü ändern. Wir sehen, die Datei ist UTF-8 kodiert und dies müssen wir der Funktion explizit angeben, da die Funktion standardmäßig mit einer anderen Encodierung rechnet. Geben wir die falsche Encodierung an, dann kann es sein, dass Umlaute und Sonderzeichen falsch dargestellt werden. Um Excel-Dateien in R einzulesen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Datei in Excel zu öffnen, auf ihre wesentlichen Daten zu reduzieren und am Ende als CSV-Datei neu abzuspeichern. Die zweite Möglichkeit ist, ein spezielles Package zu verwenden, das uns Funktionen für das direkte Einlesen von Excel-Dateien zur Verfügung stellt. ReadExcel ist zum Beispiel ein solches Package. Wie alle anderen Packages müssen wir es einmalig installieren und können es danach mit dem Library-Befehl für die Verwendung in unseren R-Skripten aktivieren. Das Package ReadExcel gibt uns die Funktion read_excel an die Hand. Dieser Funktion müssen wir die Excel-Datei übergeben. Auch hier gilt das Arbeitsverzeichnisprinzip und eine sogenannte Range. Wo in der Excel-Tabelle befindet sich die eigentliche Datentabelle? Bei unserem Beispiel mit der Kriminalstatistik haben wir nämlich sehr viele Zeilen, die nur Überschriften und eine Legende zum besseren Verständnis der folgenden Tabelle enthalten. Die eigentlichen Daten sind in dem Rechteck zwischen A15 und I1119. Zusätzlich haben wir noch die Spaltenüberschriften zwischen A14 und I14. Wir legen diese beiden Rechtecke zusammen und geben das linke obere und rechte untere Eck der Funktion als Einlesegrenzen mit. Lese alle Daten in der Excel-Tabelle von A14 bis I1119, wobei die Funktion automatisch annimmt, dass die erste Zeile, also A14 bis I14, die Spaltenüberschriften enthält. Nachdem wir die Daten eingelesen haben, liegen diese in Form eines Data Frames vor. Wir können uns den Data Frame anschauen, indem wir einfach seinen Namen eingeben und ausführen. Dann erhalten wir den kompletten Data Frame in der Konsole, wobei diese Ansicht nicht sonderlich nützlich ist, wie wir hier sehen. Eine bessere Möglichkeit ist es, den Data Frame in Environment View aufzuklappen, beziehungsweise sich als Excel-artige Tabelle anzeigen zu lassen. Auch hier nochmals der Hinweis, wir können diese Excel-artige Ansicht verwenden, um die Daten zu sortieren, jedoch nicht, um die Daten zu ändern. Eine weitere Möglichkeit, sich eine schnelle Übersicht über den Data Frame zu verschaffen, sind die Funktionen Head und Tail, die uns die ersten bzw. letzten x-Reihen angeben. Head-Daten 5 gibt uns die ersten 5 Zeilen an und Tail-Daten 2 die letzten beiden. Mit dem Summary-Befehl wird uns eine Zusammenfassung verschiedener statistischer Größen angezeigt, also das Minimum, erste Quantil, Median, Mean und so weiter von jeder Spalte des Data-Frames.
Zur Auswahl einer einzelnen Zeile des Data Frames können wir, wie wir im letzten Video bereits gelernt haben, den Dereferenzierungsoperator, das Dollarsymbol, verwenden. Zum Beispiel greifen wir hier mit dem Dollarzeichen in den Data Frame hinein und wählen uns die Spalte mit der Überschrift AQ2018. Führen wir dies aus, erhalten wir nur die entsprechende Spalte. Geben wir diesen Ausdruck in den Summary-Befehl ein, erhalten wir nur die verschiedenen Statistiken zu genau dieser Spalte. Beim Einlesen versucht R, den Datentyp einer Spalte automatisch zu erkennen. Je nachdem, welche Werte in den Spalten stehen, macht R aus der entsprechenden Spalte im DataFrame ein Vektor of Numeric, Integer, Character, Factor, Date und so weiter. In unserem Beispiel werden die Spalten Schlüssel und Straftat als Vektor klassifiziert. Vectors sind im weitesten Sinne das, was man in anderen Programmiersprachen als Enumeration bezeichnen würde. Eine Eigenschaft, die verschiedene Ausprägungen annehmen kann, wobei immer nur eine Ausprägung zutrifft. In diesem Falle wird jeder Kennschlüssel und jede Straftat als ein Faktor für sich gewertet, wobei wir den Datensatz auch so abändern können, dass die einzelnen Straftaten in gröbere Kategorien wie zum Beispiel Raub, Diebstahl, Gewalt, Drogen und so weiter kategorisiert werden würden. Die Spaltenfälle werden als Ganzzahlen erkannt, die beiden Änderungsraten fälschlicherweise als Faktoren und die Aufklärungsquoten wieder als Ganzzahlen. Erkennt R einen Datentyp nicht richtig, können wir dies manuell korrigieren. Dazu verwenden wir wieder die Typecast-Funktion, die mit S. beginnen. Hier nehmen wir die Spalte Änderung absolut und wandeln diese mit der Typecast-Funktion sInteger in einen Vektor von Ganzzahlen um. Mit dem Ergebnis dieser Umwandlung überschreiben wir die entsprechende Spalte, die falsch erkannt wurde. So wird aus dieser Spalte von einem Vector of Factor ein Vector of Integer. Mit der relativen Änderung der Fallzahl gehen wir ebenso vor. An dieser Stelle wollen wir einige Inhalte aus dem letzten Video wiederholen. Wir können diverse Teilbereiche unseres Data Frames auswählen, wobei die Auswahl nach Index, nach Spaltenbezeichnung oder auch nach gewissen Bedingungen erfolgen kann. Einige Beispiele: Mit diesem Ausdruck wählen wir die Zeilen 3 und 4 unseres Data Frames und alle Spalten. Mit diesem Ausdruck wählen wir alle Zeilen des Data Frames aus, für die gilt, dass die Aufklärungsquote in dieser Zeile unter 50% liegt. Spalten wählen wir erneut alle aus. Mit diesem Ausdruck wählen wir alle Zeilen bzw. Straftaten aus, für die es im Jahr 2018 mindestens einen Fall gab. Spalten wollen wir wiederum alle erhalten. Wir können einen Data Frame nicht nur in dieser Voransicht sortieren, sondern auch über entsprechenden R-Code sortieren. Die entsprechende Funktion dazu nennt sich Order und ist in R ab Werk enthalten. Als Übergabeparameter möchte die Order-Funktion wissen, nach welcher Spalte der Data Frame sortiert werden soll und ob aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll. Hier sortieren wir unseren Data Frame nach der Spalte Aufklärungsquote 2018 in aufsteigender Reihenfolge. Das Ergebnis dieses Befehls speichern wir in der Variable ORD. Schauen wir uns ORD im Environment View an, stellen wir fest, dass es sich dabei nicht um einen sortierten Data Frame handelt, sondern um einen Vektor des Typs Integer mit der gleichen Länge wie der Data Frame. Der Befehl Order hat den Data Frame noch nicht sortiert, sondern nur eine Sortierreihenfolge erzeugt. Zuerst sollte die Zeile 15 kommen, dann die Zeile 17, dann die Zeile 18 und so weiter.
Um den Data Frame tatsächlich zu sortieren, müssen wir die hier erzeugte Ordnung noch mit einer eckigen Klammer auf den Datensatz anwenden. Das geht ganz einfach. Nimm den Data Frame Daten und ordne die Zeilen nach dieser Ordnung. Erhalte dabei alle Spalten. Führen wir dies aus, erhalten wir tatsächlich einen Data Frame, der alle Straftaten sortiert nach der Aufklärungsquote enthält. Interessanterweise gibt es dabei Straftaten, bei denen die Aufklärungsquote über 100% liegt. Wie wir ebenfalls schon im letzten Video gelernt haben, können wir einen Data Frame dynamisch erweitern. Wir können eine zusätzliche Spalte per Zuweisung erstellen. Zum Beispiel könnte uns an unserem bisherigen Datensatz stören, dass es zwar für die Fallzahlen Spalten für die Änderung zwischen 2017 und 2018 gibt, jedoch nicht für die Aufklärungsquote. Diese Änderung der Aufklärungsquote können wir nachträglich mit folgendem Befehl ergänzen. Und zwar sei die Änderung der Aufklärungsquote einfach die Aufklärungsquote in 18 minus die Quote in 17. Wir können Data Frames nicht nur erweitern, sondern auch aufteilen und wieder zusammenfügen. Zum Beispiel könnten wir an einem Datensatz interessiert sein, der nur Straftaten der Kategorie Diebstahl enthält oder nur Straftaten der Kategorie Raub oder nur Straftaten, die entweder zur Kategorie Diebstahl oder zur Kategorie Raub gehören. Diese Aufteilung bzw. Zusammenfügung könnten wir wie folgt realisieren. Nimm den Data Frame, Daten, alle Spalten und nur Zeilen, für die der folgende Ausdruck True ergibt. Hier lernen wir eine neue Funktion kennen, und zwar die Funktion grepl. Wer sich ein wenig mit der Unix-Konsole Bash auskennt, der kennt die Funktion grep als allgemeinen Suchbefehl. Suche einen Text nach einem gewissen Muster. Diese Funktion grep gibt es auch in R. Hier haben wir eine Variante mit Zusatz L. L steht für Logic. Normalerweise wäre das Ergebnis von grep eine 1 für Fund bzw. 0 für kein Fund. Bei grep Logic erhalten wir bei einem Fund ein True und ansonsten ein False. Was soll durchsucht werden? Durchsucht werden soll die Spalte, die die Bezeichnung der Straftaten enthält. Da diese Spalte jedoch den Datentyp Faktor hat, müssen wir, damit grepl die Spalte durchsuchen kann, diese Spalte vorher noch in einen Vector of String umwandeln. Dieser Vector of String kann dann durchsucht werden, und zwar nach der Bezeichnung Dieb. Es werden also nur Zeilen genommen, bei dem hier in dieser Spalte das Schlüsselwort Dieb vorkommt. Das gleiche machen wir in der darauffolgenden Zeile mit dem Schlüsselwort Raub. Durchsuche die Spalte Straftat des Data Frames in einen Vector of String umgewandelt nach dem Schlüsselwort Raub und übernehme nur jene Zeilen, in denen das Schlüsselwort Raub dort vorkommt. Führen wir diese beiden Zeilen aus, können wir uns das Ergebnis hier anschauen und sehen, dass wir einmal nur Straftaten haben, die im Zusammenhang mit Diebstahl stehen und einmal nur Straftaten, die im Zusammenhang mit Raub stehen. Um die beiden erzeugten Data Frames wieder zusammenzufügen, verwenden wir die Funktion rbind. Diese Funktion rbind soll die folgenden beiden Data Frames verbinden, Datendiebstahl und Datenraub. Der zusammengefügte Data Frame soll in die Variable Daten kombiniert gespeichert werden. Zusätzlich zu dieser Funktion rbind gibt es auch noch die Funktion cbind. Hier haben wir zwei Data Frames zeilenweise zusammengefügt, dasselbe kann man jedoch auch spaltenweise machen. Wichtig ist, dass die Datenframes, die man zusammenfügen möchte, von der Dimension zueinander passen. Bearbeitete Datensätze können wir natürlich auch wieder abspeichern. Analog zu read.csv gibt es dazu den Befehl write.csv. Hier würden wir zum Beispiel den kombinierten Datensatz
unter dem Namen raubdieb2018.csv abspeichern. Da wir keinen expliziten Dateipfad angeben, wird die Datei in unser Arbeitsverzeichnis gespeichert. Gehen wir zurück zu dem Summary-Befehl. Wir wissen, mit dem Summary-Befehl erhalten wir eine Reihe an statistischen Kennzahlen für jede Spalte unseres Data-Frames, beziehungsweise wenn wir der Funktion eine Spalte übergeben, nur die entsprechenden Kennzahlen für diese Spalte. Wir können die dort aufgeführten statistischen Kennzahlen natürlich auch einzeln berechnen lassen. Die Namen der Funktion sind dabei größtenteils selbsterklärend. Wollen wir das Minimum, also den kleinsten Wert einer Spalte, verwenden wir min. Wollen wir den größten Wert, also das Maximum, verwenden wir max. Wollen wir das arithmetische Mittel, verwenden wir min. Wollen wir den Median, also eine Zahl, von der ausgesehen wir gleich viel kleinere und größere Beobachtungen haben, verwenden wir median. Für die Varianz var. Und für die Standardabweichung SD als Abkürzung für Standard Deviation. Bei statistischen Größen, die aus zwei verschiedenen Spalten berechnet werden, müssen wir auf fehlende Datenpunkte achten. Wollen wir beispielsweise die Kovarianz bzw. den Korrelationskoeffizienten zwischen der Änderung der Fallzahl und der Änderung der Aufklärungsquote haben, würde dies ohne die Zusatzangabe complete.ops zu Fehlern führen. Wir halten NA und NA. Dies liegt daran, dass unser Datensatz nicht vollständig sind. Für manche Zeilen fehlt die Änderung der Fallzahlen, für manche die Änderung der Aufklärungsquote und für manche beides. Um diese Zeilen zu ignorieren, geben wir der Funktion die Anweisung use gleich complete ops mit. Es werden dann nur Zeilen berücksichtigt, bei denen sowohl die Änderung der Fallzahl als auch die Änderung der Aufklärungsquote bekannt ist. Eine weitere Funktion, die wir immer mal wieder verwenden werden, ist die Funktion enrow. Gibt die Anzahl Zeilen eines Dataframes wieder. Damit können wir zum Beispiel herausfinden, für wie viele Straftatbestände es überhaupt gar keine Fälle in 2018 gab. Nimm den Dataframe, und zwar alle Zeilen, für die es keine Fälle in 2018 gab, und gib davon die Anzahl der Zeilen aus. Ein weiteres Beispiel, für wie viele Straftatbestände ist die Aufklärungsquote gestiegen? Auch hier die gleiche Syntax. Nimm den DataFrame Daten, nimm alle Zeilen, für die die Aufklärungsquote in 2018 größer war als 2017, nimm alle Spalten und zähle von diesem gefilterten Datensatz die Anzahl der Zeilen. Statt der Anzahl können wir uns auch die Zeilennummern ausgeben lassen. Bei welchen Zeilen ist die Aufklärungsquote größer als 50%? Wir erhalten einen Vektor, der alle Zeilen enthält, für die diese Bedingung zutrifft. Ein Bereich, der in R eher rudimentär ausgeprägt ist, ist die Visualisierung von Daten. Am Werk bietet R hier nur einen relativ begrenzten Funktionsumfang an, der uns allerdings erlaubt, eine schnelle Übersicht über die Daten zu gewinnen. Zum Beispiel können wir Histogramme erzeugen. Ein Histogramm teilt eine bestimmte Eigenschaft der Daten in mehrere Wertebereiche auf und zählt, wie oft die Eigenschaft in welchem Bereich liegt. Um ein Histogramm zu erzeugen, verwenden wir die Funktion hist und geben als Übergabeparameter mindestens an, welche Daten wir als Histogramm visualisieren wollen. Zum Beispiel können wir uns ein Histogramm der Aufklärungsquote in 2018 erzeugen lassen. Dieses Histogramm würde so aussehen. Wir sehen, bei wie vielen Straftaten die Aufklärungsquote in einem bestimmten Bereich liegt. Wir können die Darstellung deutlich verbessern, indem wir dem Hist-Befehl weitere Übergabeparameter mitgeben. Zum Beispiel erhalten wir mit dieser Zeile schon eine wesentlich bessere Darstellung. Dabei haben wir eine Überschrift angegeben mit dem Parameter main, eine Achsenbeschriftung der x-Achse mit xlab, die y-Achse wäre ylab, mit breaks
haben wir die Anzahl der Wertebereiche verfeinert und mit xlim haben wir die x-Achse auf Werte zwischen 0 und 100 beschränkt, um die Ausnahmen mit Aufklärungsquoten über 100% herauszufiltern. Um einen schnellen Überblick über den Zusammenhang zwischen zwei Größen zu bekommen, bietet sich ein sogenannter Scatterplot an. Diesen erzeugen wir mit dem Befehl plot, wobei wir als Übergabeparameter die x-Werte und die y-Werte angeben. Jede Zeile in unserem DataFrame-Daten erzeugt in diesem Scatterplot einen Punkt mit der x-Koordinate Fälle und der y-Koordinate Aufklärungsquote 2018. Auch bei diesem Plot können wir die Darstellung mit einigen zusätzlichen Übergabeparametern deutlich verbessern. Erneut geben wir dem Schaubild eine Überschrift, beschriften die x- und y-Achsen und beschränken die Achsen auf bestimmte Wertebereiche, zum Beispiel auf Fallzahlen zwischen 0 und 10.000 und auf Aufklärungsquoten zwischen 0 und 100%. Die in R erzeugten Schaubilder können wir uns nicht nur anschauen, sondern auch als Raster oder als Vektorbild abspeichern. Abschließend wollen wir uns noch ganz kurz damit befassen, wie wir in R mit Zufallszahlen arbeiten können. Zufallszahlen in R können wir beispielsweise mit den Befehlen rnorm und runif erzeugen. Richtig gehört, diese Funktion heißt nicht runif, führe etwas aus, wenn eine Bedingung zutrifft, sondern steht für randomize uniform. Das unif bzw. das norm gibt die gewünschte Verteilung an, Normalverteilung und Gleichverteilung und das r steht für randomize. Als Übergabeparameter geben wir zum einen an, wie viele Zufallszahlen wir erzeugen wollen und dann die Eigenschaften, die die Verteilung erfüllen soll. Hier erzeugen wir zum Beispiel eine standardnormalverteilte Zufallsvariable. Normalverteilt mit Erwartungswert 0 und Standardabweichung 1. Führen wir den Befehl mehrfach aus, erkennen wir, dass jedes Mal eine andere Zahl dabei herauskommt. Im zweiten Beispiel erzeugen wir 10 gleichverteilte Zufallsvariablen mit Werten zwischen 5 und 10. Ein Münzwurf ließe sich beispielsweise durch folgenden Ausdruck realisieren. Erzeuge eine gleichverteilte Zufallszahl, die Grenzen Minimum und Maximum entsprechen den Standardwerten 0 und 1 und frage ab, ob die Realisierung der Zufallszahl unter 0,5 liegt. Im Durchschnitt sollte hier jedes zweite Mal ein True erscheinen. Um die Verteilung von erzeugten Zufallszahlen überprüfen, können wir natürlich die Histogrammfunktion verwenden. Hier erzeugen wir 20.000 standardnormal verteilte Zufallsvariablen und visualisieren diese im Histogramm. Wir sehen die typische Gauss-Kurve einer Normalverteilung. Neben runif, rnorm, r und so weiter gibt es auch noch dnorm, pnorm, qnorm, dunif, punif, qunif und so weiter. D steht dabei für Density und dient dazu, den Wert der Dichtefunktion an einer bestimmten Stelle zu bestimmen. P steht für Probability und dient dazu, den Wert der Verteilungsfunktion an einer bestimmten Stelle zu bestimmen. Und Q steht für Quantile und dient entsprechend dazu, den Wert der Quantilsfunktion, also die Umkehrfunktion der Verteilungsfunktion, an einer bestimmten Stelle zu bestimmen. Soweit zu tabellarischen Daten. In den nächsten drei Videos befassen wir uns intensiv mit textuellen Datensätzen und lernen dabei die Grundlagen von regulären Ausdrücken, Web-Scraping und Textanalyse kennen. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und klick auf Abonnieren. Bis dahin!